Warum wir von der ÖDP uns das Thema Kunststoff ausgewählt haben für einen Vortrag oder für den ganzen Abend, dürfte aufgrund der Nachrichtenlage offensichtlich sein. Da muss ich gar nichts mehr zu sagen. Ich freue mich, dass Sie alle hierher zu uns gekommen sind, unserem Vortrag zu lauschen, unserem Vortragenden. Und natürlich haben wir auch ein bisschen den Termin gewählt, weil bald ist EU-Wahl. Und da spielt auch das Thema, das wir heute vorstellen oder mit dem wir uns heute alle beschäftigen, natürlich auch eine Rolle. Man denke an länderübergreifende Flüsse, da ist die EU und EU-Recht gefordert. Das ist auch ein bisschen Anlass, warum wir das gerade hier und jetzt und heute machen. Ich stelle noch kurz den Abend an sich vor, weil es diesmal ein bisschen anders ist, wie Sie es vielleicht von uns gewohnt sind. Wir veranstalten diesen Abend gemeinsam mit 4 anderen Organisationen, wie gewohnt die Dombuchhandlung, aber diesmal anders. Wir haben 2 Unternehmen dabei, die kunststofffreie Produkte und unverpackte Lebensmittel in München und online verkaufen und einen gemeinnützigen Verein, der sich kreativ zur Bewusstseinsbildung einsetzt für Kreislaufwirtschaft, Recycling, Upcycling. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, weil wir Ihnen auch eine Alternative jenseits des Politischen bieten wollen, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist. Und jetzt, glaube ich, möchten Sie Herrn Professor Dr. Gerd Liebezeit mit mir begrüßen. Herr Dr. Liebezeit, Herr Professor Liebezeit. Professor. Wir freuen uns, dass Sie der Einladung der ÖDP München gefolgt sind und uns heute was erzählen zu Ihrem wichtigsten Forschungsschwerpunkt. Sie sind Meereschemiker und haben in Geologie habilitiert. Und ich glaube, ich überlasse Ihnen jetzt den Rest, weil Sie sind der Spezialist. Und ich freue mich auf Ihren Vortrag. Ja. So ist es. Ah ja, gut. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich auch, dass ich hier wieder mal in München sein kann und ein bisschen was über das letzte meiner großen Forschungsthemen erzählen kann, nämlich über Plastik, vor allen Dingen über Mikroplastik. Der Titel Plastikmüll von groß zu klein und leider überall. Wir sehen hier einige Beispiele. Das sind also alles Beispiele von Funden, die ich am Strand der Nordsee gemacht habe oder an Land. Und wenn wir uns ansehen, so fängt es an, kennen Sie alle, eine Zahnbürste, und so endet es, das ist aus dem Albatrossmagen. Das ist also noch erkennbar, dies ist schon nicht mehr erkennbar. Das sind Reste von Scheuernetzen, die also als Schutznetze bei der Bodenfischerei benutzt werden. Das ist Polyethylen, das wird abgerieben. Das N wird dann immer kleiner und letztendlich landet es in dieser Form als Mikroplastik im Hering. Plastikmüll gehört nach Einschätzung einiger großer Umweltorganisationen zu den Störungen der Umwelt, die die normalen Funktionen von Ökosystemen auf globalen Skalen destabilisieren können. Das heißt, wir reden hier nicht über kleine regionale oder kontinentale Skalen, sondern wir reden über den gesamten Globus. Und das ist der Klimawandel, ganz klar, verbunden mit dem Klimawandel die Ozonversauerung, der Ozonabbau und die Plastikverschmutzung. Diese 4 großen Themen werden uns global in den nächsten Jahrzehnten leider beschäftigen müssen. So, bevor wir jetzt tatsächlich mit dem Müll anfangen, müssen wir natürlich auch dahin gehen, wie wird der Müll produziert. Wir haben 2 wesentliche Wege, um zu Kunststoffen oder zu Plastik zu kommen. Nachwachsende Rohstoffe, die Holz, Baumwolle und so weiter, die dann mit synthetischen Stoffen vermischt werden und letztendlich zu Kunststoffen gemacht werden. Und diese Kunststoffemissionen, Makroplastik und Mikroplastikmüll, die dann in der Umwelt landen. Wichtig dabei ist zum einen die Löslichkeit. Ich werde heute nur über
unlösliche Polymere sprechen, also unlösliche Kunststoffe, und über persistente Kunststoffe, das heißt Kunststoffe, die über lange Zeit in der Umwelt verbleiben, ohne abgebaut zu werden. 1941 haben Yarsley und Cousins dieses kleine Büchlein geschrieben, Plastics, und beschreiben darin eine sehr positiv gesehene Welt. Wir haben keine natürlichen Stoffe mehr in unseren Wohnungen. Alles ist Plastik, alles ist wunderbar bunt und das Leben ist ganz toll mit Plastik. Und unsere Autos sind aus Plastik, bis auf die Motoren natürlich und so weiter. Also Plastik war 1941 der letzte Renner. Warum war das 1941 so? Wenn wir uns kurz angucken, die Geschichte der Plastikentwicklung, PVC wurde schon 1835 entdeckt, aber 1835 war PVC eine bröcklige Masse, die man nicht verarbeiten konnte. Polylactit, also hier in Rot gekennzeichnet, sind natürliche Stoffe. Polylactit, das ist Polymilchsäure, wurde auch schon damals entdeckt. Celluloid wurde entwickelt als Ersatz für Elfenbeinkugeln, für Billard. Und dann ging das hier in den 20ern hat Hermann Staudinger den Begriff Polymerchemie geprägt. Und im Zweiten Weltkrieg vor allen Dingen, da wurde als Ersatzstoff für nicht vorhandene natürliche Rohstoffe eine ganze Reihe von verschiedenen Polymeren, Polystyrol, Polyester, Plexiglas, Polyamid, PVC, Polyurethan und so weiter entwickelt. Und danach passierte eigentlich nur noch weitere Spezialisierung. Die wesentlichen Dinge passierten also in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und deswegen war also dieser Optimismus, wir haben so viele verschiedene Kunststoffe jetzt zur Verfügung und wir können also ganz tolle Sachen mit diesem Kunststoff machen. Darauf beruht also dieses Buch von Yarsley und Cousins. Wir haben heute mehr als 200 Kunststofftypen, aber Sie wissen, die wesentlichen sind Polyethylen, Polypropylen, PVC, PET und Polystyrol. Das sind also die Hauptmengen, das sehen wir auch gleich. Das Wichtige dabei bei Plastik ist nicht nur das reine Polymer. Ich hatte eben gesagt, PVC ist eine krümelige Masse. Es gibt eine ganze Reihe von Additiven, die zugesetzt werden aus verschiedensten Gründen, um das Ganze handhabbar zu machen. Zum Beispiel Schmiermittel, Füllstoffe, Flammschutzmittel, Duftstoffe. Das ist auch ein ganz interessanter Aspekt. Wenn Sie mal an einer verschlossenen Packung von gemahlenem Kaffee riechen, dann riecht der nach Kaffee. Und das liegt daran, dass in dieses Plastik Kaffeeduftstoffe eingebaut worden sind, damit Sie den Eindruck haben, Sie kaufen frisch gemahlenen Kaffee. So, dann haben wir UV-Stabilisatoren. Viele dieser Stoffe sind empfindlich gegen UV-Bestrahlung. Pigmente natürlich, die müssen eingefärbt werden. Weichmacher. Und das Problem, ich will hier nur zwei von diesen Problemen aufgreifen, das Problem sind die Flammschutzmittel und die Weichmacher. Bei den Flammschutzmitteln sind das im Wesentlichen polybromierte Diphenylether. Die stehen im Verdacht, hormonell wirksam zu sein, Phosphorsäureester und Dechloran Plus. Dechloran Plus ist ein Ersatz für das mittlerweile verbotene hochchlorierte Mirex, was also auch extreme Umweltschäden hervorgerufen hat. Und das ist ganz interessant. Dechloran Plus wird in Deutschland nicht hergestellt, aber man findet diese Verbindung im Sediment der Nordsee. Das heißt, es ist ein eindeutiger Beweis, dass dieses Dechloran Plus aus Kunststoffen ausgelaugt wird und in die Umwelt gelangt. Bei den Weichmachern haben wir wieder die Phosphorsäureester und hier vor allen Dingen die Phthalate. Und die Phthalate sind ebenfalls hormonell wirksam. Und Phthalate finden Sie weltweit, überall, ganz egal wo Sie hingucken, finden Sie in der Umwelt diese Verbindungen. Und dann kommen noch dazu die Monomere, Bisphenol A, das wissen Sie vielleicht, die Getränkeflaschen früher aus Plastik, die hat man nur für geschmacksstarke Getränke genommen, weil aus den früheren Flaschen dieses Bisphenol A ausgelaugt wurde in das Getränk rein. Und damit man das nicht schmeckte und roch,
gab es das eben. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert. Bisphenol A finden Sie übrigens auch in den Deckeln von Gläsern oder auch in der Innenbeschichtung von Konservendosen. Es geht also aus diesen Beschichtungen in das Lebensmittel rein und ist auch hormonell wirksam. Und dann haben wir natürlich noch einige Beizen, Aluminium, Chrom, Kupfer, das sind also auch nicht so unbedingt die angenehmsten Dinge. Also diese Additive sind notwendig, um den gewünschten Effekt oder die gewünschte Nutzung dieses Polymers zu ermöglichen, aber sie haben eben auch eine Reihe von negativen Auswirkungen langfristig. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie die für Europa, wie die Nutzung ist. Wir haben in Europa 2017, das sind die letzten Zahlen, die verfügbar sind, 21 Millionen Tonnen Plastik produziert, 40% davon in die Verpackung. Und das wissen Sie, Verpackung ist im Prinzip nichts anderes als einpacken, auspacken, wegwerfen. Also 40% von diesen 51 Millionen Tonnen sind also einmal Produkte, die relativ rasch wieder, was damit passiert, sage ich gleich, die also relativ rasch nicht mehr genutzt werden. 20% gehen in langfristige Geschichten, im Bau, 10% ins Auto, dann 10% in die 6% in die Elektronik, hier im Haus 4%, dann in die Landwirtschaft, darüber sage ich auch gleich noch was, nochmal 3%. Und hier, das ist im Wesentlichen, hier haben Sie das, ich muss dazu sagen, dieses ist Plastics Europe, das ist eine Verbindung der europäischen Plastikproduzenten und die sind natürlich nicht so sehr darauf aus, uns zu zeigen, was es alles an Negativen gibt. Hier haben Sie natürlich jetzt ein MRT oder ein CT. Medizinische Ausrüstung, und das ist im Wesentlichen, sind im Wesentlichen alles Einmalprodukte. Die werden also alle einmal genutzt und dann entsorgt. Ich hatte vor einiger Zeit mal mit meinem Hausarzt darüber gesprochen und ihn gefragt, warum er eigentlich keine, so wie das früher war, Stahlbesteck oder Edelstahlbesteck benutzt. Da sagte er, erstens ist es ganz schwer zu kriegen und zweitens könnte er das gar nicht mehr bezahlen, das Sterilisieren. Es ist also einfacher, eine aufreißbare Verpackung zu kaufen, Skalpellen mit einem Plastikgriff rauszunehmen zum Beispiel und das alles hinterher wegzuschmeißen, statt noch jemanden zu bezahlen, der das Ganze dann sterilisiert. Also dieses Medical Equipment mit diesem Bild, das passt nicht so recht zusammen. Und wenn wir das alles zusammenzählen, die Landwirtschaft ist auch im Wesentlichen Einmalprodukte, hier die medizinische Ausrüstung auch im Wesentlichen Einmalprodukte, dann kommen wir fast auf über 50% des Plastiks, das in Europa produziert wird, geht in den Abfall. Im Wesentlichen, das sind wieder die Daten von 2017, haben wir hier Polyethylen, hochdichtes und mitteldichtes und niedrigdichtes Polyethylen, das ist die der Hauptanteil, dann kommt Polypropylen, PVC, Polyurethan, PET, also die Getränkeflaschen, Polystyrol und expandiertes Polystyrol, was Sie als Styropor kennen. Und dann kommen schon einige, hier PA ist Nylon, Polycarbonat für CDs und so weiter. Die Hauptdinge sind also diese langkettigen Kohlenwasserstoffverbindungen, die dann schwer abbaubar sind. So, Polypropylen wird im Wesentlichen für Verpackungen genutzt, Polyethylen ebenfalls und in der Landwirtschaft. Und dann kommen schon die etwas haltbaren. PVC wird in der Regel nicht mehr für Verpackungen benutzt, weil man bei PVC erkannt hat, dass die Inhaltsstoffe, zum Beispiel die Weichmacher, aus dem PVC sehr rasch in die Lebensmittel einwandern, wenn sie in PVC-Folie eingeschlagen sind. PET, das sind im Wesentlichen Trinkflaschen und so weiter. So, jetzt haben wir gehört, dass wir so ungefähr 25 Millionen Tonnen Müll, Plastikmüll in Europa produzieren. Und diese 31 Kilo, das ist ein Mittelwert. Deutschland liegt mit in der Spitzengruppe mit 37 Kilo pro Kopf und Jahr an Plastikmüll.
Und es gibt also, wie Sie sehen, sehr wenige Länder, wo das nicht der Fall ist. Niederlande ist ein Beispiel, Schweden, dann Ostdeutschland und die Balkanländer. Aber alles, was hier Zentraleuropa ist, ist extrem plastikbelastet. So, und so sieht es also aus für uns in der Umwelt. Das ist hier Chiemsee, kennen Sie alle. So sieht es also aus nach einem Festival. Da haben Sie hier riesige Müllmengen. Da weiß man das noch, das kann man noch wegräumen. Dies ist eine wilde Müllkippe am Schabringer See. Also auch hier wird so Plastikmüll illegal entsorgt, das schmeißt man einfach weg. Und auch da, wo ich früher gewohnt habe, in Friesland, wir haben jedes Jahr im März mit den Nachbarn oder im gesamten Landkreis Friesland eine große Sammelaktion gehabt. Und wir haben also jedes Jahr auf 500 Meter Strecke 4 bis 5 große Müllsäcke voll mit Plastikmüll zusammengesammelt. Also das ist auch so, die Leute schmeißen das einfach aus dem Auto raus und fertig. So, wieder mal ein bisschen Statistik. Die nördlichen europäischen Länder sind eigentlich ganz gut, was das Einsammeln angeht. Das Dumme daran ist nur, wenn Sie sich das mal angucken, was hier Energierückgewinnung heißt, das heißt auf gut Deutsch nur Müllverbrennung. Diese über 50, ich zeige gleich für Deutschland die Zahlen, also so um die 40 bis mehr als 80 bis nahe 80% in Finnland wird verbrannt. Und hier, dieses Grüne, das ist offiziell Recycling. Und ich nehme mal an, einige von Ihnen werden den Spiegelartikel im Januar, war das glaube ich, gelesen haben, wo also darauf hingewiesen wurde, dass in Deutschland diese Recyclingquote von knapp 40% eigentlich ziemliche Augenwischerei ist. Und ich zeige Ihnen auch gleich jetzt, warum das so ist. 2016 wurden in der EU 27 Millionen Tonnen Plastikmüll gesammelt. Das sind 8,5 Millionen Tonnen wurden recycelt, und zwar 63% in der EU und 37% außerhalb der EU. Diese 37% sind bis letztes Jahr noch, ein Großteil ist bis letztes Jahr noch nach China gegangen. China weigert sich mittlerweile, diesen Müll anzunehmen. Jetzt wird das Ganze nach Afrika exportiert. Und was wir tun, ist, wir vermüllen also im Prinzip Afrika mit diesen Exporten. Europaweit werden 7,4 Millionen Tonnen deponiert und 11,2 Millionen Tonnen oder 41% wird verbrannt. So, wie sieht das für Deutschland aus? Die gute Nachricht ist, die Deponierung hat doch deutlich abgenommen. Das Recycling mit der Einschränkung des Müllexports hat zugenommen, aber auch die Müllverbrennung. Und das ist auch ganz hier, 60% wurden 2016 verbrannt. Also wir verbrennen den größten Teil und machen eigentlich im Prinzip relativ wenig echtes Recycling. So, die Gaia Jambek und Karen Law, die haben sich also die Mühe gemacht, mal die Produktionszahlen von 1950 bis 2015 zusammenzutragen. Wir haben in der Zeit 8,3 Milliarden Tonnen Plastik produziert und 4,9 Milliarden Tonnen sind in die Umwelt gelangt. Die sind entweder deponiert worden, verbrannt worden zum Teil, wie es hier zu sehen ist. Ein kleiner Teil ist auch recycelt worden, aber der größte Teil, das ist über die Hälfte, ist also irgendwo in der Umwelt, und das ist das, was uns jetzt bekümmern sollte. Ähnlich sieht es übrigens in den USA aus. Nur in den USA wird sehr viel mehr deponiert, es wird weniger verbrannt, und auch hier gelangt ungefähr ein Drittel in die Umwelt. So.
Die Schätzungen für den Eintrag in die Ozeane liegen im Schnitt bei 8 Millionen Tonnen pro Jahr. Die Spannweite sehen Sie hier, das ist also extrem schwer abzuschätzen, 5 bis 13 Millionen Tonnen. Liegt das irgendwo? Das heißt, wir bringen jedes Jahr irgendwo in der Größenordnung, in dieser Größenordnung Müll, großen Müll in den Ozean. Und wenn wir uns das angucken, wir holen jedes Jahr 5 Millionen Tonnen Thunfisch aus dem Ozean. Und es gibt Schätzungen, dass 2050 es mehr Plastik im Ozean als Fisch geben wird. Also das ist so ein bisschen, um die Größenordnung darzustellen. Und das Ganze ist weltweit. Hier, wo sieht es auf Sumatra aus? Und hier entsprechend in der Karibik. Und damit wir da nicht ganz so weit weggehen müssen, hier, dies ist Norwegen. Und ein Bekannter von mir erzählte mir mal, er war mit dem Kajak unterwegs an der norwegischen Küste, ist in einen Fjord reingefahren und sah am Ende des Fjordes eine riesige blaue Wand. Man hat sich ein bisschen gewundert und dachte, die Berge sind ja eigentlich nicht blau. Und als er dann näher kam, war das also eine Wand hoch, mehrere Meter hoch, einfach blaue Plastiksäcke, die da in den Fjord reingetrieben worden sind und dort einfach sich angesammelt haben. So, das ist das, was wir an Land sehen. Ich sage Ihnen gleich noch, dass ein Großteil dieses Plastiks, das wir hier eintragen, in die Tiefsee gelangt durch Absinken. Und dies ist hier aus 2100 Meter Wassertiefe. Hier haben wir eine Plastikfolie an einer Tiefseekoralle. Also auch in der Tiefsee finden wir in großen Mengen Plastik. Und nach den letzten Untersuchungen des Alfred-Wegener-Instituts aus der Arktis nimmt das zu. So, und dies sind so einige eher nette Beispiele. Das ist aus meiner eigenen Arbeit. Das ist ein Hummerkorb, ein Netz. Dies ist ein Styropor-Auftriebsball mit Pickspuren von Möwen. Und dies können Sie unschwer erkennen. Hat mal wahrscheinlich einer relativ fülligen Dame gehört. Und als wir das gefunden haben, haben wir uns dann gefragt, wo dann wohl die Dame dazu geblieben wäre. So, auch das kann man dann mit dem Müll machen, das ist dann Wiederverwertung und Recycling. Ich hatte eben schon gesagt, Plastikmüll gelangt in die Tiefsee und das liegt daran, Meerwasser hat eine Dichte von 1,02 bis 1,03 Gramm pro Kubikzentimeter und es gibt nur einige wenige Polymere, Polypropylen, Polyethylen, Polybutene und Naturkautschuk, die leichter sind als Meerwasser. Alles andere, schlagfestes Polystyrol, kennen Sie aus Joghurtbechern, oder Polyacrylnitril aus Bekleidung, Polycarbonat, hatte ich schon gesagt, aus CDs, Urethane, Montageschaum und so weiter, PET ebenfalls, Getränkeflaschen, die sind alle schwerer als Meerwasser und sinken zu Boden. So, und die Schätzungen sagen, dass ungefähr 30% von dem Müll, den wir ins Meer entlassen, dass diese 30% diese treibende ist und der Rest hier unten, 70%, ist das, was wir auf dem Boden finden. Also das, was wir sehen, wenn wir am Meer sind, das ist nur knapp ein Drittel von dem gesamten Müll, den wir im Meer haben. So, das Mittelmeer. Es gibt also da seit vielen Jahren Aufräumaktionen, nicht nur am Mittelmeer, das ist mittlerweile weltweit. Hier haben wir also mal ein Beispiel, Zigaretten. In diesem Fall werden immer die Zigaretten mitgezählt, weil natürlich die Touristen das alles so liegen lassen, machen den Hauptanteil aus. Plastiktüten, Getränkeflaschen aus Plastik, Plastikstrohhalme, Essgeschirr kommt dann. Und wenn wir das jetzt nach Materialien angucken, Plastik und Styropor, 3/4 des Mülls besteht aus Plastik. Und dies ist ein Beispiel von der Kachelhoekplate. Das ist eine unbewohnte Insel westlich von Jüst, auf die kein Tourist kommt. Deswegen gibt es also hier auch keine Zigarettenkippen. So, und
hier 44% Plastik, was nicht eindeutig der Fischerei zugeordnet werden kann. Ein Viertel ist eindeutig Fischereiplastik. 5% ist lediglich natürlich, das sind tote Tiere, Holz oder sowas, Metall, geringe Mengen, Holz gehört es an, Holz ist hier. Und dann haben wir noch ein bisschen Glas. Also 3/4, genau wie hier, auch auf einer unbewohnten Insel, ist Plastik. Woran liegt das? Am Beispiel des Mittelmeeres will ich Ihnen das zeigen. 1950 hatten wir 777 städtische Zentren mit mehr als 10.000 Einwohnern. 45 Jahre später hat sich diese Zahl verdoppelt. Und diese Population, das sehen Sie also einmal hier, im südlichen Mittelmeer war so gut wie gar nichts. Und hier geht es einmal schon rundherum. Und wenn Sie sich das ansehen, das sind keine Ameisen. Das sind Touristen, kann man hier an den Sonnenschirmen erkennen, die ins Wasser wollen. Und diese Menge an Touristen, das haben wir eben auch am Chiemsee bei dem Festival gesehen, hinterlassen natürlich genau diese Mengen an Müll, die wir eben kurz in der Statistik gesehen haben. Das kostet natürlich auch, das muss also alles aufgeräumt werden. Übrigens in Italien, meine Frau hat lange in Italien gearbeitet, in der Toskana, und die erzählte, dass im Herbst, wenn die Touristen nicht da sind, die mit Radladern kommen, den Müll zusammenkehren und dann im Strand vergraben. Das ist natürlich eine einfache Art, das zu entsorgen. Auf Sylt werden täglich bis zu 2 Tonnen Müll angespült. Und das Ganze kostet, in dem Fall an der Ostsee, in der Lübecker Bucht, 1,2 Millionen, um die Strände zu reinigen, damit die Touristen eben den Eindruck haben, das ist alles wunderbar sauber und alles ist wunderbar in Ordnung. Die letzten Zahlen dieses Ocean Cleanups, also der weltweiten Säuberung von Stränden, hier sind wieder die Zigaretten, das sind also fast 850.000 Zigarettenkippen gefunden worden. Dann kommen Verpackungen aus Plastik, Flaschendeckel aus Plastik, Plastikflaschen, Getränkedosen, Trinkhalme ebenfalls aus Plastik, Plastiktüten. Also die 10 am häufigsten vorkommenden Typen ist überwiegend Plastik. Und auch die Zahlen von 1989 bis 2007, Plastik, Plastik, Plastik. Also wo man hinguckt, am Strand findet man vor allen Dingen Plastik. Dummerweise wiegen die das nicht, das ist auch ein bisschen technisch ein bisschen schwierig, sondern die zählen das nur und sagen, also jedes Jahr sind es knapp 6 Millionen Tonnen Müll, 6 Millionen Müllteile, die im Ozean entsorgt werden. Dieser Müll hat jetzt nicht nur ästhetische Aspekte, sondern er betrifft auch Organismen. Und zwar einmal dadurch, dass Organismen Müll aufnehmen können, das zeige ich Ihnen auch gleich mit Bildern. Sie können sich in diesem Müll verstricken, die Organismen können sich ansiedeln und die Organismen können, wie am Beispiel der Tiefseekoralle zu sehen war, auch abgedeckt werden. Und das sind, wenn man sich das ansieht hier, die verschiedensten Typen, vor allen Dingen die Fische, die Vögel und die Krebstiere, aber auch Wale und so weiter, die von Plastikmüll beeinträchtigt werden. Und die verschiedenen Typen, das ist im Wesentlichen wieder Plastik. Also alles, was hier, bis auf dieses ganz dunkelgraue hier, was hier in Grau ist, ist Plastik. Der überwiegende Teil dessen, was negative Auswirkungen auf das marine Leben hat, besteht aus Plastik. So und so sieht das aus. Diese Bilder werden Sie vielleicht auch kennen. Verstrickung hier mit seinem Seil, hier mit Seil, hier mit Netz. Ein Wal im Netz. Oder hier ein Wal, der eine fürchterliche Läsion hier hat, auch mit einem Seil. Und es hat ja jetzt gerade den Bericht gegeben über einen Wal in Indonesien, der voll war mit Plastikmüll. Also hier Plastikreste aus einem Walmagen.
Wir hatten 2016 hatten wir ja die Walstrandung an der Nordsee und auch da hat man in diesen jungen Pottwalen Netzreste gefunden. So, und das ist das, was man aus diesem Wal rausgeholt hat. Also 200 Kilogramm Netzreste hatte dieser Pottwal zu sich genommen und ist dann elendiglich verhungert. Auch hier bei den Fischen sehen wir sowas. Hier haben wir so einen Fisch mit einem Sixpack. Hier auch so ein kleines Netzrest. Hier ein Seil. Bei den Seevögeln sieht es so aus, dass man 135 Arten untersucht hat. 80 haben alles Mögliche an Plastik aufgenommen, weil sie das eben als treibendes Material für Nahrung hielten. Und Wilcox et al. Schätzen, dass bis 2050 fast 100% aller Seevogelarten mit Plastik belastet sein werden. Dies ist jetzt ein Beispiel, ist vielleicht auch bekannt, das ist aus einem Albatrossmagen. Und der normale Albatross ernährt sich hier von Tintenfischen. Das ist also dieser Teil hier. Und hier haben wir Plastik, Flaschenverschluss, Styropor, so eine Art Spritze und was immer das sein mag. Also auf jeden Fall sehr viel mehr Plastik als natürliche Nahrung. Auch hier bei Schildkröten findet sich das. Schildkröten oder einige Schildkrötenarten ernähren sich von Quallen. Und wenn sie so eine Tüte treiben sehen, dann denken sie, es ist eine Qualle, fressen das und verhungern. Oder sie verstricken sich in Netzen oder Seilen. Der Eissturmvogel ist ein anderes Beispiel. Der Eissturmvogel nimmt also auch Plastik zu sich. Das ist also hier, wir sehen, dass etwa 2/3 der Vögel Plastik im Magen haben. Der Eissturmvogel hat aber einen Kaumagen, wie viele Enten auch, und zerkleinert das Plastik. Scheidet das dadurch auch wieder aus. Und dummerweise brütet der Eissturmvogel in der Antarktis. Das heißt, er ernährt sich von Plastik auf dem Weg von der Nordsee bis in die Antarktis und vermüllt, in Anführungsstrichen, vermüllt also die Antarktis mit mitgebrachtem Plastik. So, und das hat Kimo hat das mal gemacht. Wenn wir das an Plastik im Magen hätten, was ein Eissturmvogel im Magen hätte, dann müssten wir so einen Teller voll Plastik zu uns nehmen. Und das ist also, um Ihnen mal zu zeigen, was wir im Prinzip mit dieser Plastikvermüllung auch den Tieren in der Umwelt antun. Dann gibt es noch ein weiteres Beispiel oder ein weiteres Problem, das sind die sogenannten Geisternetze. Geisternetze sind entweder verloren gegangene Netze oder Netze, die einfach entsorgt werden. Und diese Geisternetze treiben zu Hunderttausenden im Ozean herum. Hier ist also ein Beispiel, hier ist also ein, ich glaube, es ist ein Delfin, der hier verendet ist. Dieses Ding habe ich also selbst auf der Kachelhofplatte gefunden. Und das Umweltprogramm der Vereinten Nationen schätzt, dass ungefähr 10% des Meeresmülls aus diesen Geisternetzen besteht. Das Dumme ist nur, in dieser Publikation, die Sie gemacht haben, sind diese beiden Zahlen nebeneinander, also es ist nicht eindeutig klar, welche Menge das ist. Andererseits, es muss ja auch irgendwo ein bisschen was Positives sein, andererseits bietet jetzt der Meeresmüll durchaus die Möglichkeit für neue Habitate. Also Sie haben hier einen Kofferfisch, der sich sagen wir in Anführungsstrichen, in seine Höhle zurückgezogen hat. Hier haben Sie einen Tintenfisch, der so eine große Flasche als Schutz benutzt. Oder diese treibenden Flaschen werden von Entenmuscheln benutzt, um neue Habitate zu erobern. Das heißt also, es gibt mit dem Plastik auch neue Transportwege für invasive Neozoa oder auch invasive Pflanzen. So. Jetzt habe ich im Wesentlichen was erzählt darüber, was Müll mit dem marinen Leben macht.
Es gibt aber jetzt auch noch die ökonomischen Folgen zu bedenken. Der Meeresmüll hat eine ganze Reihe von Auswirkungen auf wirtschaftliche Aktivitäten. Zum einen auf die Aquakultur. Treibender Müll kann also die Aquakulturkäfige sozusagen verstopfen. Die Landwirtschaft, das ist hier ein Bild von den Shetlands. Da werden also, sehen Sie, das ist also vom Meer ans Land mit dem Wind transportiert worden. Schiffe verstricken sich in den Geisternetzen, hier im Propeller. Und das ist also mühselig dann wieder zu machen. Die geschätzten Kosten im Pazifik sind ungefähr $1 Milliarde pro Jahr, weil eben diese Arbeiten sehr aufwendig sind, um diese Netze aus den Propellern zu entfernen. Und auch in Großbritannien gab es ähnliche Fälle, die also auch relativ teuer waren. Die Shetlands, also das ist dieses Beispiel hier, die geben pro Jahr 6,8 Millionen, also um die 7 Millionen Euro aus, um diese ganzen Folgen zu beheben. Das brauchen wir nicht. Achso. Dann noch dazu sagen, die Kraftwerke an der Küste, die ziehen ja das Kühlwasser aus dem Meerwasser. Die verstopfen also die Einlässe. Die Häfen sind betroffen, natürlich auch die Fischerei. Wenn die Fischerei sehr viel, vor allen Dingen die Bodenfischerei, sehr viel Müll fischt, dann hat man also doch ziemliche Probleme, den Fisch und den Müll zu trennen. Das ist also aufwendig und kostenintensiv. So, das Problem ist jetzt, es gibt Zahlen, das hatten wir schon gesehen, 8,3 Milliarden Tonnen. 1,6% wird geschätzt von der jährlichen Produktion gelangt in den Ozean. Das heißt, von diesen 8,3 Milliarden sollten wir 133 Millionen Tonnen Plastik finden. Geschätzt werden 270.000 Tonnen, das hatten wir vorhin auch schon gesehen. Das heißt, sind 30% als treibend. Am Meeresboden sollten entsprechend 630.000 Tonnen sein. Das ist also knapp 1 Million. Das passt mit den 133 Millionen Tonnen nicht zusammen. Und auch die UNEP, 640.000 Tonnen, dann als 10%, dann sollte es 6,4 Millionen Tonnen sein. Und selbst wenn man die Zahl 6,4 Millionen Tonnen ist, dann sind wir bei 64, das ist immer noch die Hälfte. Das heißt, wir haben sehr viel Müll eingeleitet, aber wir wissen gar nicht, was damit passiert ist. Und deswegen die Frage, wird dieser Müll abgebaut in der Umwelt, der Plastikmüll? Sinkt er zu Boden und wir sehen ihn deswegen nicht? Oder wird er kleiner gemacht? So, dies ist also jetzt ein Beispiel. Die Frage, wird das Zeugs abgebaut? Dies ist ein Müllhaufen, den ich aus meinem eigenen Hausgarten geholt habe. Das ist ein Haufen, der also 40 Jahre im Boden war. Und Sie sehen hier verschiedenste Plastiktypen und es ist nicht ein Zeichen von Abbau. Im Boden unter bestimmten Bedingungen bleibt Plastik erhalten und wird nicht zersetzt. Das heißt also, all das, was wir deponiert haben, finden wir noch Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte später, genau in der Form wieder. So, wie sieht das im Marienbereich oder im wässrigen Bereich aus? Diese Papiersachen oder auch Baumwollgeschichten, das geht relativ schnell, Holz geht auch noch schnell. Plastiktüten dauern bis zu 20 Jahre. Diese Styropor-Trinkgefäße bis zu 50 Jahren. Dann kommen wir auf diese Sixpack-Holder, also Halter, 400 Jahre, Plastikflaschen 450 Jahre und Nylon-Fischleinen bis zu 600 Jahren. Also das sind Schätzungen. Also man muss sich nur vor Augen halten. Es dauert also wesentlich länger, als wir im Durchschnitt in der westlichen Welt leben. So, das hängt einmal von der Zusammensetzung ab, also wie viel Inhaltsstoffe von diesen Additiven wir noch drin haben, welche Wirkung die haben. Und es hängt auch von den Umweltbedingungen ab. Das sehen wir nachher gleich noch. Dann gibt es noch den Aspekt der Sedimentation.
Und ich habe Ihnen hier aus einer Arbeit aus dem letzten Jahr das mitgebracht. Da hat man untersucht, kleine Styroporkugeln, wie die von Bakterien, Pilzen oder Mikroalgen besiedelt werden. Und Sie sehen, diese Styroporkugeln werden innerhalb kürzester Zeit, in der Regel so 1 bis 2 Wochen, von so einem dichten Biofilm bedeckt. Und dieser Biofilm besteht zum einen aus Chlorophyll, das sind also Kieselalgen hier, aus Polysacchariden, diese blauen Punkte, und aus Nukleinsäuren, also irgendwelche Bakterien. Also diese Aggregate werden sehr rasch besiedelt von solchen Biofilmen, wie überhaupt jede freie Oberfläche im wässrigen Milieu. Und diese Biofilme sind klebrig. Und an diesen Biofilmen lagern sich jetzt Tonminerale an, die ebenfalls in sehr kleinen Partikeln vorkommen. Dadurch werden diese am Anfang leichten Biofilmaggregate schwerer, sinken nach unten. Das heißt, wir haben also einen Transport nach unten, können also zum Sediment gelangen und können da verbleiben. Andererseits gibt es aber auch die Möglichkeit, dass auf dem Weg nach unten sie gefressen werden, die nützlichen Dinge, wie also hier Polysaccharide, also Zucker, aufgebraucht werden. Sie werden wieder leicht und steigen nach oben. Und das ist so ein Schaukeleffekt. Es geht rauf, runter, rauf, runter und auf diese Weise verbleibt das Ganze also in der Wassersäule. Kann es in der Wassersäule verbleiben. So, das ist eben das, was ich schon gesagt hatte. Also die Attraktivität für den Fraß wird erhöht, Tonpartikel werden eingefangen, diese Heteroaggregate, die sich dann bilden können, absinken und entweder zum Boden gelangen oder abgebaut werden und wieder nach oben gelangen. Das, was die letzte Möglichkeit, aus dem großen Müll, den großen Müll sozusagen aus den Augen zu verlieren, ist Mikroplastik. Das heißt, die Fragmentierung von großem Plastik zu kleinem Plastik, das eben mikroskopisch klein ist und dann nicht mehr mit bloßem Auge erkennbar. Ich habe Ihnen hier einige Beispiele, das sind sogenannte Kunststoffpellets oder Nurdles. In dieser Form wird zum Beispiel Polyethylen verschifft. In dieser Form wird Polyethylen in Kosmetika eingesetzt. Dies ist ein Beispiel aus der Verschiffung und hier haben wir ein Beispiel aus einer Salzwiese, wo also hier in dem, das Braune sind also Pflanzenreste, diese feinen Teile, alles solche Plastikpellets sind. Und das ist nicht nur Polyethylen, was so verschifft wird, Polycarbonat, PVC, wird also auch in dieser Form verschifft. Mikroplastik ist definiert als Material kleiner als 5 mm mit einer Untergrenze maximal oder minimal 10 Mikrometer, meistens aber 0,3 mm. So, und dann kommen noch die WHO-Fasern. Das hat jetzt ein bisschen mehr was mit der Atmosphäre zu tun, dafür sage ich auch gleich noch was dazu. Die haben ein bestimmtes Länge-Durchmesser-Verhältnis und sind lungengängig und können eben Lungenprobleme verursachen. So, primäres Mikroplastik, direkt hergestellt. Kosmetika hatte ich schon gesagt, polymere Strahlmittel, also das, was früher Sandstrahlen war, das macht man heute mit verschiedensten Polymeren. Laserdruckerpulver und dann die Kunststoffpellets, die wir eben schon gesehen haben. Hier nimmt man von der Industrie die Freisetzung in die Umwelt bewusst in Kauf. Und dann gibt es andere, die Typ B, Freisetzung bei der Nutzung, Reifenabrieb, Fasern beim Waschen von Kleidung, Verwitterung von Farben. Da sage ich auch gleich noch was dazu. Und dann sekundäres Mikroplastik, die Verwitterung von Makroplastik. So. Die Quellen für dieses Material ist Kosmetika, Landwirtschaft, Bodenverbesserung. Das heißt, wenn Sie Topfblumen kaufen oder so kleine weiße Kügelchen drin finden, das ist Styropor. Dann kontrollierte Freisetzung von Düngemitteln und Zerfall von Agrarfolien, dazu sage ich auch gleich noch was. Reinigungsmittel, Abrasive, Einkapseln von Duftstoffen, Einkapseln von Tinten.
Farben und Anstriche, also auch hier finden wir Plastik und auch bei Pharmazeutika. Und dann industrielle Abwandlung, das hatte ich schon gesagt, also die Ersatz für Sandstreu. So, Agrarfolien. Bestehen im Wesentlichen aus Polyethylen. Polyethylen ist, das hatten wir gesehen, relativ abbauresistent. Das heißt, es wird also jetzt nicht schnell abgebaut. Und damit das nicht vom Acker wieder aufgesammelt werden muss, setzt man Additive dazu, zum Beispiel Kobaltsalze. Die Kobaltsalze führen dazu, dass diese Polyethylenfolien nach einer bestimmten Zeit zerfallen. Die werden nicht abgebaut, sondern sie zerfallen zu Mikroplastik. Und dies ist also ein Beispiel. Und hier gibt es eine Untersuchung von der Arbeitsgruppe in Bayreuth. Mikroplastik in landwirtschaftlich genutzten Böden. Und Sie sehen, der überwiegende Teil ist hier kleiner als 4 mm oder kleiner als 5 mm hier. Es gibt auch große Teile, aber der überwiegende Teil liegt im Bereich des Mikroplastiks. Und was macht das? Einmal, die sind also Beispiele aus China, wo diese Abdeckung mit Plastikfolien im großen Maß benutzt werden. Die Bodenstruktur wird zerstört, das Wachstum wird behindert, weil also hier die Pflanzenwurzeln in Kontakt mit dem Plastik kommen. Die Arbeit auf dem Feld wird behindert. Natürlich, die Ästhetik ist auch nicht so schön. Die Leute müssen das Ganze aufsammeln. Und das Ganze wird letztendlich irgendwann verbrannt, wenn man es aufgesammelt hat. Und damit, da man das ja nicht trennt, hat man also auch die Verluste von oder den Abfall oder den Verbrauch von natürlichen Ressourcen. Hinzu kommt, das ist auch ein ganz interessanter Aspekt, der erst in den letzten Jahren intensiv bearbeitet worden ist, der Regenwurm. Zum einen nimmt der Regenwurm dieses Mikroplastik aus dem Zerfall von Agrarfolien auf. Zum anderen transportiert er das in tiefere Bodenschichten. Und das ist möglicherweise ein Grund dafür, warum wir Mikroplastik mittlerweile auch in einigen Grundwässern finden. Das heißt, der transportiert das also nach unten und von unten geht das also durch die Poren des Bodens bis ins Grundwasser, kann das bis ins Grundwasser gelangen. Das ist hier bei unseren Böden noch nicht der Fall, aber es gibt also einige Untersuchungen aus Karstgegenden, wo also im Grundwasser auch Mikroplastik nachgewiesen wurde. Und das ist also auch möglicherweise eine langfristige Gefahr, auch für unser Grundwasser. Dann, was aber jetzt, wir hatten gesehen, im Boden passiert mit dem großen Plastik so gut wie gar nichts. Aber sobald wir das an der Luft haben, sobald wir Sauerstoff haben, Wärme und wie am Meer auch noch ein bisschen Mechanik, also Wellenschlag, da geht das Ganze von dem großen Plastik bis hin zu ganz kleinen. Also die UV-Strahlung macht was und der Sauerstoffgehalt und die Feuchtigkeit. Dann, es gibt es verschiedene Organismen, diese Assel zum Beispiel, die frisst sich in Styropor-Auftriebsblöcke, um dort sich eine Wohnung einzurichten. Und produziert dabei eben auch Mikroplastik. Was habe ich jetzt gemacht? Achso. Oder das Bild, was wir vorhin schon hatten, Seevögel, vor allen Dingen die Möwen, die alles Mögliche anpicken, was ihnen von Schnabel kommt, weil sie denken, das ist fressbar. Dieses ist Gott sei Dank nicht mehr aktuell, bis auf einige Peelings. Es gibt immer noch Produkte auf dem deutschen Markt, wo wir Plastik finden, in denen wir Plastik als Abrasiv finden. Aber viele der Hersteller haben das mittlerweile umgestellt, nachdem da doch einiges an Bewegung und Druck von der Öffentlichkeit gekommen ist. Dann hatten wir auch schon gesehen, Waschmaschinen. Wir haben das selbst mal untersucht. Das sind die Zahlen, 200 bis 260 Milligramm für 660 Gramm Polyester pro Waschgang. Und eine andere Untersuchung sagt, aus Polyacryl werden pro Waschgang etwa 800.000 Fasern freigesetzt. Bei Polyester sind das etwa 500.000. Und diese Polyester-Baumwollgemische sind da etwas freundlicher mit knapp 200.000. Also diese synthetischen Bekleidungsstücke produzieren im großen Maße Fasern, die dann in die Umwelt gelangen, wo
Wobei jetzt wieder die Diskussion ist, können wir diese Waschmaschinen mit Filtern ausstatten, damit das also nicht in die Kläranlagen gelangt. In den Kläranlagen übrigens ist es so, dass ungefähr 90% der Kunststoffe zurückgehalten werden, die bleiben im Klärschlamm. 10% gehen dann in die Umwelt mit gereinigtem Abwasser. Und wenn der Klärschlamm dann wieder als Düngemittel benutzt wird, dann haben wir den wieder in der Umwelt und der gelangt dann wieder in die Atmosphäre. Und es gibt eine Zahl, die habe ich aber leider noch nicht verifizieren können, die sagt, beim Waschen werden nur 10% der Fasern freigesetzt, die also durch normalen Abrieb, 90% wird durch den normalen Abrieb beim Tragen freigesetzt und gelangt also so direkt in die Umwelt. So, was passiert mit dem Mikroplastik in der aquatischen Umwelt? Also ich mache das jetzt am Beispiel des Meeres, weil ich schließlich mal Meereschemiker war. Aber im Prinzip funktioniert das also auch für Süßwasserorganismen. Mikroplastik wird von sogenannten Zooplankton, das ist das tierische Plankton, das sich hier von den Mikroalgen ernährt, aufgenommen. Da gibt es verschiedenste Untersuchungen. Sie können also hier diese roten Pünktchen sehen. Das ist fluoreszenzmarkiertes Polystyrol in einem Zooplankton. Also das wird aufgenommen und wird dann entsprechend in der Nahrungskette weitergegeben. Das geht über die wirbellosen Seesterne, Muscheln und so weiter, die Fische, die Seevögel, bis hin zu den Meeressäugern. Ich zeige Ihnen jetzt auch einige Beispiele. Sprotten und Heringe finden Sie in der Nordsee oder an der Nordseeküste relativ häufig. Und wir haben das mit Heringen gemacht hier. Und das Erste, was wir sahen, als wir so einen Heringsmagen untersucht haben, waren diese Punkte. Und es stellte sich aber raus, dass wenn Schnecken, das ist ein ganz anderes, auch hochinteressantes Thema, aber das ist es nicht. Aber wenn man ein bisschen mehr vergrößert, dann sieht man hier so ein Faserknäuel, das sind übrigens 3 mm, also so eine Fasern, die haben dann schon 3 bis 4 mm Länge. Oder hier unten so ein kleines Kügelchen, das ist aus einem Peeling oder aus einem Duschgel. Speiballen und Kot, haben wir gesehen, Seemöwen oder Möwen picken alles Mögliche an, fressen auch alles Mögliche. Möwen haben wie Eulen die Eigenschaft, Unverdauliches wieder auszuwürgen. Deswegen Schmalbeilen. Und hier haben wir also ein Faserknäuel, eine einzelne Faser, ein Plastikfragment aus Speibeilen oder aus Möwenkot. Seehundkot ist übrigens eine der unangenehmsten Untersuchungen, die ich in meinem gesamten Leben gemacht habe. Man hat uns aus dem Labor verbannt und uns an die frische Luft geschickt, weil das so unerträglich stinkt. Also, und das ist also ein Plastikstück, oder hier auch, aus Seehundkot. In der Regel, hatte ich ja gesagt, das macht eigentlich nichts. Es gibt aber mittlerweile Untersuchungen, wo also gezeigt wird, die Muschel nimmt es auf, hier haben wir einen Zooplankton, der das aufnimmt. Und es gibt, das will ich Ihnen jetzt nicht im Detail zeigen, es gibt aber eine Reihe von Untersuchungen mittlerweile, wo gezeigt wird, dass Muscheln eben diese Partikel, wenn sie klein genug sind, nicht nur im Magen-Darm-Trakt haben, sondern dass sie auch ins Gewebe wandern und dort Entzündungen hervorrufen können. Bei Fischen, oder beim Zebra-Bärbling genauer gesagt, hat man natürliches Mikroplastik verfüttert, das mit Schadstoffen belastet war und dabei festgestellt, Leberschäden, Zelltod und Hemmung von verschiedenen Enzymen. Also es gibt eine Reihe von Hinweisen darauf, dass dieses Plastik, Mikroplastik vor allen Dingen aufgrund des großen Oberfläche-Volumen-Verhältnisses Schadstoffe aus dem Wasser aufnimmt, anlagert und in diese Aggregate einbaut. Und wenn diese dann aufgenommen werden von den Organismen, dann ändert sich die biochemische Umgebung. Diese Schadstoffe werden wieder freigesetzt und können in den Organismus gelangen. Das ist noch nicht so intensiv bearbeitet worden, aber zumindest gibt es einige deutliche Hinweise, dass das tatsächlich der Fall sein kann. So, dann hatte ich ja auch gesagt, Mikroplastik in der Atmosphäre. Auch hier gibt es erst einige neuere Untersuchungen. Hier sind einige Bilder, das sind 0,5 Millimeter. Wir sehen, das sind also hier schon relativ große Teile, die in der Atmosphäre zu finden sind. Und die Stadt hier ist Paris und das ist das Umland.
Und Sie sehen, dass also in der Stadt, das sind also hier Teilchen pro Quadratmeter am Tag Ablagerung, dass das schon maximal knapp 400 Teile, die sich auf dem Quadratmeter ablagern können. Und die sind natürlich unterwegs, die atmen wir auch ein. Und wenn sie groß genug sind, also so in dieser Form, dann bleiben sie in der Nasenbehaarung hängen, wir schneuzen sie wieder aus. Wenn sie etwas kleiner sind, dann gehen sie in den Lungenschleim, wir husten das wieder aus. Und wenn sie noch kleiner sind, dann können sie also tatsächlich auch bis in die Lunge gelangen und dort Schäden hervorrufen. Auch das sind also jetzt trockene Ablagerungen, auch im Regen finden wir sowas. Hier haben wir eine Faser und hier haben wir ein Plastikpartikel. So, jetzt ein bisschen noch mehr zu dem, wie sieht das jetzt insgesamt aus? Es gibt eine norwegische Untersuchung, sagt, die Kosmetik produziert pro Jahr etwa 4 Tonnen Hausstaub, Abrieb von Kleidungsstücken, 65 Tonnen Mikroplastik, dann Farben, Abfallbehandlung, Textilwäsche, das hatten wir auch schon, dann hier Konstruktion, Verluste bei der Plastikproduktion und hier haben wir wieder als wesentlichen Teil den Abrieb von Autoreifen. Achso, da waren ja auch noch ein paar Bilder dabei. Dies ist übrigens ein Beispiel aus einer Polyacryljacke, einmal gewaschen. So viel finden Sie dann im Abfass. Die Leute von Fraunhofer Umsicht haben im letzten Jahr einen sehr umfangreichen Bericht publiziert, wo sie verschiedenste Quellen für Mikroplastik in der Umwelt untersucht haben. Insgesamt definieren sie 51 verschiedene Quellen, unter anderem sowas Exotisches wie Rasentrimmer mit Nylonfäden. Macht auch einige Kilo pro Jahr. Aber Sie sehen auch hier, der Reifenabrieb ist der Wesentliche, trägt im Wesentlichen dazu bei, zur Mikroplastikbelastung in Deutschland. Und die Emissionen, das ist aus diese Zahl hier unten, 2015. Also aus einem Bericht fürs Umweltbundesamt, bis zu 5 Kilo pro Kopf und Jahr. Fraunhofer Umsicht kommt auf 4 Kilo pro Kopf und Jahr. Also irgendwo in dieser Größenordnung. Norwegen liegt etwas darunter. Dann Schweden bis zu 4 Kilo, Dänemark bis 2,5. Also und wenn wir das jetzt mal global betrachten, da ist die Schätzung liegt bei 660 Gramm, also die industrialisierten Länder haben doch deutlich höhere Mikroplastikemissionen als die Drittweltländer. So, und das können wir vergleichen mit 1,4 Kilo Makroplastikemissionen für Deutschland. So, es gibt mittlerweile einige Länder, in denen Mikroplastik verboten wird. Wir haben in Deutschland seit 2012 die Diskussion, oder 2011 sogar schon die Diskussion über Mikroplastikverbot. Da haben sich also viele Umweltorganisationen und auch die Grünen, also einige ökologisch orientierte Parteien eingesetzt. Das ist immer, so wie das in Deutschland nun mal üblich ist, die Industrie treibt die Politik und nicht umgekehrt. Es wird immer aufgrund freiwilliger Vereinbarungen gesagt, das machen wir dann irgendwann. Und einige Firmen haben das auch gemacht, einige Firmen haben es eben nicht gemacht. Mikroplastikverbote sind in diesen Ländern und geplant sind, das ist das für diese Länder. Jetzt noch kurz als Ergänzung. Dasselbe gilt im Prinzip für Plastiktüten. Wenn wir uns hier ansehen, keine Plastiktüten, China, Indien, große Teile Afrikas, keine Plastiktüten, Italien, Frankreich. Und hier haben wir diesen grauen Fleck, diesen traurigen grauen Fleck, das ist Deutschland. Wir haben auch wieder nur eine Vereinbarung mit der Industrie und die wird nicht unbedingt auch eingehalten. So, dann komme ich langsam zum Schluss. Thor Heyerdahl, Expedition Ra vor 50 Jahren.
als das also alles noch gar nicht so aktuell war, kein Mensch hat sich um Plastikmüll gekümmert, fanden sie mitten auf dem Atlantik Plastikflaschen. Und dann schrieben sie, uns allen wurde klar, dass die Menschen tatsächlich im Begriff stehen, und das ist das, was wir machen, ihre wichtigste Lebensquelle, die unentbehrliche Filtrieranlage der Erdkugel, zu verunreinigen. Wir brauchen den Ozean eben als Reinigungsmittel oder Reinigungsagens für den Globus, damit das Ganze also funktioniert. Und mit Grausen wurde uns bewusst, wie ernst die Lage für uns war und wie ernst sie es für kommende Generationen sein wird. Und die kommende Generation sind wir und die, die nach uns kommen. Und das ist das, was ich eigentlich zum Schluss sagen will. Wir haben die Umwelt vermüllt und genauso wie mit dem Kohlendioxid und den anderen Treibhausgasen, was einmal in der Umwelt ist, kriegen wir so schnell nicht wieder raus. Selbst wenn wir heute aufhören würden, Plastik zu produzieren und Plastik in die Umwelt zu schmeißen, würde das noch einige hundert Jahre dauern, bevor wir davon frei sind. So, was können wir tun? Vermeiden und verzichten natürlich und Alternativen suchen. Und dies hat nun überhaupt nichts mit Plastik zu tun, aber ich finde diesen Menschen, der so stolz ist auf sein Plastik, auf sein Papierfahrrad, so toll. Das heißt, ich hatte bei der Bundeswehr einen guten Freund, der sagte immer, Einfälle muss man haben und keine Ausfälle. Und das ist das, was wir hier sehen. Aktentasche aus Baumwolle, Pullover aus Schafswolle. Und was ich auch ganz toll fand, das habe ich bei meinen Arbeiten in Kolumbien gesehen, Häuser aus PET-Flaschen. Dies sind also komplette, ist alles, also diese ganzen Löcher hier sind PET-Flaschen aufgemauert und so sieht das am Ende aus. Das sieht doch ganz schmuck und akzeptabel aus. So kann man also Plastik auch nutzen. So, und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank für diesen Vortrag. Wir möchten jetzt Sie nicht einfach so entlassen, weil Sie haben zwar schon ein paar wenige Beispiele gegeben, was man machen kann, aber wir haben hier engagierte Menschen, die in München ganz aktiv beteiligt sind, damit wir weniger Plastik verwenden müssen, und die möchten wir jetzt auf die Bühne bitten. Zuerst allerdings noch eine kleine Fragerunde. Also, Entschuldigung. Aber wir möchten Sie bitten, Ihre Fragen kurz zu formulieren. Und wenn es geht, wenig Fragen, damit wir dann zum zweiten genau. Programmpunkt kommen können, damit wir nicht alle weinend nach Hause müssen. Achso, genau, Entschuldigung, ich habe es einfach übersprungen. Wir machen 5 Fragen, haben wir gesagt. Und dann gehen wir in die Begeisterungsphase. So, wo ich sehe irgendwie schlecht. Genau, hier vorne gibt es eine Frage, vielleicht können wir damit anfangen. Wie gesagt, also uns ist wichtig, bitte keinen Co-Vortrag, weil wir haben hier einen Referenten und einen absoluten Experten. Bitte eine wirkliche Frage, das wäre toll. Ist es unten an? Auf on? Sie hatten gesagt, es müsste eigentlich sehr viel mehr Plastik im Ozean sein, als dort eigentlich tatsächlich zu finden ist. Ja. Jetzt ist mir nur die Auflösung entgangen. Wo ist also dieses ganze Plastik, das eigentlich dort sein müsste, dort aber nicht nachzuweisen ist nun tatsächlich? Das ist relativ einfach. Wir haben einige Millionen Quadratkilometer Ozeanboden mit Tiefen bis zu 10.000 Metern. Und in diese Tiefen kommt man nicht so hin, dass man mit der Hake darüber gehen kann und das alles zusammenpacken. Also es gibt Untersuchungen aus den küstennahen Regionen, und selbst da geht es darum, sie gehen mit einer Dretsche, das ist also im Prinzip ein Seil, das über ein Netz mit einem, offen, das vorne über den Boden gezogen wird. Die hat maximal 2-3 Meter Breite. Und dann ziehen sie 1-2 Seemeilen. Und daraus rechnen Sie das Ganze dann hoch. Das heißt, Sie haben also, wenn Sie das auf einen Hektar berechnen, haben Sie vielleicht einen maximalen Zehntel Hektar beprobt, aber extrapolieren das auf einen Hektar. Und wenn Sie jetzt in der Tiefsee sind, wo Sie sowas gar nicht machen können, wo Sie nur mit dem Fotoschlitten unterwegs sein können
und das auch wiederum nur auf einer relativ kleinen Fläche. Diese Zeit, natürlich, ich vermute, dass das der größte Teil auf dem Meeresboden liegen wird. Aber das können wir einfach nicht nachweisen. Das ist nicht machbar. Vielen Dank. Da haben wir schon eine nächste Frage im Publikum. Genau. Ja, bitte. Was ist am Reifenabrieb so schlimm? Die Frage ist, was, ich weiß nicht, ob es jeder verstanden hat, was am Reifenabrieb so schlimm sei. Reifenabrieb ist ja nicht nur Naturgummi, so wie es früher war, sondern Reifenabrieb ist eine komplexe Mischung aus Gummi, vor allen Dingen Ruß und sehr, sehr vielen verschiedenen Plastiktypen. Und das ist persistent. Also wir finden Reifenabrieb nicht nur im Gully, sondern wir haben Reifenabrieb also auch bei uns an der Küste in Sedimenten nachgewiesen. Und das ist genau wie Mikroplastik. Es ist ein Partikel, das von Fischen zum Beispiel aufgenommen werden kann. Im Reifen selbst sind sehr, sehr viele Stoffe, die negative Auswirkungen auf die Umwelt haben können. Vielen Dank. Jetzt haben wir schon das Mikro wieder weitergereicht. Und wir haben hier nur Männer, die fragen. Nehmen wir Sie noch dran und dann vielleicht findet sich eine Frau hier vorne, die auch eine Frage hat. Es wird empfohlen, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, also Fischölkapseln für den Gehirnstoffwechsel. Und die gibt es in Pharmaqualität. Ist es möglich, dass man diese kleinen Partikel dort bei der Verarbeitung rausbekommt? Und die zweite kombiniert die Frage, wenn ich jetzt Grillölkapseln nehme. Das Mikro nicht unten halten. Weil das. Ach so, hat man es jetzt verstanden? Jetzt wiederhole ich es nochmal. Es wird empfohlen, für den Gehirnstoffwechsel Fischölkapsel zu nehmen oder auch Fischöl in Pharmaqualität. Ist es möglich, dass diese Partikel bei Reinigung rausgehen überhaupt? Und die zweite Frage, wenn ich Öl von antarktischem Grill nehme, ist es dann besser, weil der möglicherweise nicht so belastet ist? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob Sie Ernährungsspezialist sind. Bin ich ziemlich überfragt. Grundsätzlich ist es so, wenn ich einen Filter nehme, der fein genug ist, dann kann ich also diese Materialien entfernen. Aber das müsste man bei den Herstellern nachfragen, dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Hier vorne war noch eine Frage einer Dame, das war irgendwie auch ein bisschen mein Wunsch, dass wir das ein bisschen mischen. Also ich glaube, ich kann einfach rein. Es ist besser mit Mikro, weil dann verstehen die anderen Zuhörer weiter hinten und Zuhörerinnen hinten sie auch besser. Okay, hallo. Mir ist nicht ganz klar, wie dieses Makroplastik, also diese ganzen Flaschen, eigentlich ins Meer kommen. Ist das nur illegaler Müll oder wo kommt es eigentlich her? Tourismus, Kreuzschifffahrt. Also die Kreuzschifffahrt stellt sich mittlerweile, weil das eine dermaßen boomende Industrie ist, als massives Umweltproblem dar. Auch was den Müll angeht. Das heißt, Sie schmeißen das ins Meer? Offiziell nicht. Und soweit ich weiß, viele Flüsse transportieren ja, einfach hin zum Meer Plastikabfälle und das wird durch Zerreibung und. Nee, also Sie finden auch intaktes Plastik, das also über die Flüsse reingetragen wird. Jetzt haben wir noch eine Frage, noch zwei Fragen da drüben. Der Herr hat schon das Mikro. Hallo. Gibt es denn eine Möglichkeit, das Mikro- oder Nanoplastik wieder irgendwie rückzugewinnen? Also sagen ja, das treibt runter oder es wird fragmentiert, aber gibt es irgendeine Forschung, wie man das wieder zurückgewinnen könnte oder sammeln könnte? Also ich kann Ihnen sagen, dass man das bei Kläranlagen, die Oldenburger Kläranlage macht das mit einem Filtertuch, die ist also fast mikroplastikfrei, was ihre geklärten Abwasser angeht, das im Prinzip funktioniert es. Nur, Mikroplastik ist so groß wie Mikroalgen. Wenn Sie das Meerwasser, also abgesehen davon, dass Sie nicht das gesamte Meer filtrieren wollen, wenn Sie Meerwasser filtrieren, dann nehmen Sie auch die Algen weg und damit nehmen Sie die Nahrungsgrundlage weg für alles, was sich im Meer tummelt. Also mit Filtration oder irgendeiner anderen Form von mechanischer Entfernung wird das nicht funktionieren. Das geht einfach. Nicht mehr einleiten und ein paar hundert Jahre warten. Das
So, jetzt, ich hoffe, Sie haben Verständnis, dass wir jetzt noch eine Frage machen, weil wir haben ja noch ein bisschen was, was wir auch noch erfahren, und dann kann man ja hinterher vielleicht noch ein paar Fragen stellen. Hier vorne. Also mich würde interessieren, ob es mittlerweile wirkungsvolle Methoden gibt, große Plastikteile, Plastikansammlungen aus den Weltmeeren zu entfernen. Es gibt verschiedene, ich sag mal, technische Ansätze. Der Kollege Bojan Slaat aus den Niederlanden hat ja sowas entwickelt. Mit Crowdfunding hat er da so auch ein Pilotprojekt laufen. Das grundsätzliche Problem ist, selbst diese großen Müllsprügel, die ich hier nicht angesprochen habe, es gibt diese großen Wirbel in den Ozeanen, 5 große Wirbel, da sammelt sich der Müll. Und dann heißt es ja immer, was man so lesen kann, der Müllteppich im Nordpazifikwirbel. Der Müllteppich im Nordpazifikwirbel heißt pro 3 Quadratmeter ein Müllteil. Wenn Sie das mit Netzen wegfangen wollen, dann müssen Sie viele hundert Schiffe haben und viel Zeit und enorm viel Geld. Also es gibt die Möglichkeit, das passiv zu machen, so wie der Slaat das macht. Das ist also im Prinzip so eine Art Ölsperre. Es ist ein großes V, das treibend, also ein paar hundert Meter lang, das treibend im Meer verankert, also verankert ist. Und da soll theoretisch soll sich da der Müll im inneren Teil sammeln und dann alle paar Monate dann abgesammelt werden. Das läuft, ob das erfolgreich ist, keine Ahnung. Also es ist nicht so einfach zu sagen, also auch diese Müllstrudel, die großen Müllteppiche, die können wir einfach mal so abfischen. Das geht eher nicht. Es sei denn, wir wollen sehr viel Geld ausgeben, dann könnten wir das vielleicht machen. Jetzt danke ich Ihnen recht herzlich für Ihre Fragen. In der Zwischenzeit können Sie schon was ganz Gutes tun, nämlich was gegen den Reifenabrieb. Wir haben nämlich im Moment, also ich bitte die anderen schon mal auf die Bühne, wir haben nämlich gerade wieder ein neues Bürgerbegehren gestartet zum Ratentscheid zur Förderung des Fahrradverkehrs. Da gehen auch schon die Unterschriftenlisten rum. Das ist eine ganz aktive Möglichkeit, was gegen den sehr hohen Reifenabrieb von Autos zu machen. Ach, ich soll mich doch dazu setzen. Ja. Na, dann setze ich mich immer zu Ihnen. Ne? Hm? Sie dürfen in die Goldenen. Wer ist denn sonst noch? Herr von Brunnen. Ja? Ah ja, genau. So. Ja. Ja, danke. So, ich hoffe. Die, die jetzt schnell nach Hause wollen, gehen ganz schnell, damit wir hier noch ein bisschen weitermachen können. Uns fehlt noch, glaube ich, ein weiteres Mikro. Genau, danke. Wir haben jetzt hier drei Institutionen, also eine Institution, Organisation, zwei Läden, die ganz aktiv was machen gegen das zu viele Plastik. Weil natürlich eins ist Plastikvermeidung. Damit es überhaupt nicht erst so weit kommt, wie Sie uns eindringlich geschildert und eindrücklich geschildert haben, dass wir einfach unsere Flüsse, Meere und unsere Umwelt zumüllen, egal ob mit großem oder kleinem Plastik. Vielleicht mag sich jeder mal selber vorstellen. Ich fange an mit Kerstin Schwabenbauer von Rehab Republic. Ja, hallo. Mein Name ist Kerstin, ich bin von Rehab Republic. Rehab Republic ist ein gemeinnütziger Verein. Wir machen verschiedene Aktionen und Projekte. Also wir sind ein Kollektiv, ein Kreativkollektiv im Bereich Nachhaltigkeit und haben jetzt eben auch aktuell Workshops zum Thema Plastikfrei, machen aber auch Müllsammelaktionen an der Isar, Plogging und Kleidertauschpartys, also beschäftigen uns rundum aktiv mit Nachhaltigkeitsthemen. Und ihr habt ein sehr schönes Motto und das heißt Yeah statt Bu. Genau. Also lieber positiv vermeiden statt verbieten. Und ihr macht einfach kreative Workshops und ihr habt draußen auch einen Stand. Genau, wir haben draußen einen Stand mit verschiedenen Rezepten auch. Also wir haben, was Sie ganz aktuell jetzt machen können, ist ein bisschen Butter schütteln. Und dann kann man sehen, wie einfach man Butter dann doch selbst herstellen kann. Wir haben Informationsflyer, wir bieten nächste Woche auch wieder einen Do-it-yourself-Workshop an. Einfach hinterher kurz zum Infostand kommen, dann können wir gerne noch ein bisschen mehr erzählen. Dann gleich bitte weitergeben. Hallo, ich bin die Chrissy, ich bin eine der drei Gründer vom Ohne-Laden, ohne der verpackungsfreie Supermarkt. Wir haben vor mittlerweile über 3 Jahren einen verpackungsfreien Supermarkt hier eröffnet. Unser Ziel war zu dem Zeitpunkt,
zu dem Zeitpunkt gab es schon Unverpackt-Läden, das war jetzt nicht die große Neuerfindung. Was bei uns wirklich neu war, ist, dass wir gesagt haben, okay, die verpackungsfreien Läden, die es schon gibt, die haben das ja immer in so Spendern, das hat bestimmt jeder schon mal auf Bildern gesehen. Die waren bisher auf dem Weltmarkt immer nur in Plastik, was so ein bisschen für uns schräg war, weil du willst Einwegverpackung vermeiden und dann bietest es wieder in Plastik an. Natürlich längerfristig, aber war halt eben jetzt auch nicht so gut. Und glücklicherweise, wir sind eben drei Leute, der Carlo, der dritte im Bunde, ist Ingenieur und hat sich dann das wirklich zur Aufgabe gemacht, plastikfreie Lebensmittelspender zu entwickeln. Somit waren wir die Ersten, die das halt auch wirklich ganz plastikfrei anbieten konnten. Und uns gibt es seit Januar auch in der Nähe vom Rosenheimer Platz und somit können die Leute halt wirklich bedarfsgerecht bei uns einkaufen, also auch wirklich die Lebensmittel, die man wirklich braucht, nicht immer diese Mogelpackungen und vor allem, wie wir vorher schon gehört haben, dieses Verpackte, was ja zu Hause sowieso gleich wieder in Müll kommt, aber eben halt auch die Ressourcen so lange nutzen, wie sie eben da sind. Vielen Dank und jetzt noch die dritte im Bunde. Ja, servus. Ich bin die Katrin, die Inhaberin und Gründerin der plastikfreien Zone in München, Heidhausen. Mich macht so ein Vortrag immer so ein bisschen deprimiert und stumm. Aber genau deswegen sind wir, glaube ich, alle hier, um uns die Portion Motivation abzuholen. Also warum ich den Laden eröffnet habe, beziehungsweise warum ich mich die letzten 6 Jahre intensiv mit plastikfreien Produkten beschäftigt habe, ist, dass man diese Produkte einfach im Einzelhandel zu schwer findet. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also mir wurde das total schwer gemacht und ich habe mir einfach eine Fläche gewünscht damals, wo ich die Tür aufmachen kann und ich 100% weiß, da wird mir kein Plastik auch nicht versteckt quasi verkauft. Und wenn man sich vorstellt, dass 95% aller Produkte, die wir produzieren, mit Plastik kontaminiert sind, verpackt sind oder wie auch immer, dann haben wir hier eine Riesenaufgabe vor uns. Und ich finde es immer niedlich, wenn ich sagen muss oder darf, man darf es ja zweiseitig sehen, wir haben so ein Sortiment von ungefähr 1500 Produkten, die wirklich plastikfrei sind. Aber 1500 Produkte, das ist eigentlich gar nichts. Das heißt, ich lade euch herzlichst ein und das ist tatsächlich etwas, wo wir den Ball direkt an uns alle zurückspielen können. Plastikvermeidung fängt beim Kauf an und nicht kaufen ist die Lösung und uns wird immer verkauft sagt quasi. Jemand, die ihr Geld verdient mit einem Laden, das ist toll eigentlich. Na, was heißt Geld verdienen? Wir sehen es als Entschädigung dafür an, dass wir Firmen bewerben und ausstellen und dann euch auch noch verkaufen, die plastikfrei noch produzieren. Und es ist so selten geworden, dass es wirklich unglaublich schwer ist, die zu finden und zu halten. Das heißt also, der erste Weg ist wirklich eine nicht aggressive, aber ein wohlwollendes Nein sagen zu jeglichem Plastik. Und ich sehe es überall und ich finde natürlich schön, wenn so eine Partei so eine Riesenveranstaltung und ne, stemmt. Es war massiv plakatiert in München und ich wurde sehr oft darauf angesprochen im Laden und erstmal großes Kompliment, dass man diesem Thema auch prominent hier einfach einen Raum gibt. Nur ja. Vielen, vielen, vielen Dank. Genau. Nur jetzt müsste das eigentlich losgehen. Also was kann die ÖDP eigentlich für uns tun? Was können wir tun, um dass wir auch hier aus diesen Produktionsprozessen rauskommen? Und deswegen danke dafür, dass wir hier sein dürfen. Herr Liebe. Was sind denn, Herr Liebezeit, Ihre Argumente, wenn das immer heißt, ja, aber, weil das ist ja immer, ja, Sie haben recht, es ist fürchterlich, aber. Naja, meine Argumente sind, es gibt Alternativen und diese Alternativen sind nicht so schwer. Es ist überhaupt nicht schwer. Wir haben schon in den 70er Jahren gesagt, Jude statt Plastik und laufen seit der Zeit mit Leinenbeuteln rum. Also das geht. Es ist überhaupt kein Thema. Das ist nachhaltig. Ich habe mein Auto, ist
voll mit Leinenbeuteln. Einige sind schon um die 20 Jahre alt und die halten immer noch. Die Plastiktüte hätte das sicherlich nicht durchgestanden. Es gibt viele Möglichkeiten, sich in seinem eigenen Umfeld umzugucken und zu sagen, da ist Plastik, das brauche ich nicht. Wir haben zum Beispiel alles, was wir in der Küche haben, ist Metall oder Keramik. Also da ist überhaupt nichts an Plastik. Und das geht auch. Man muss sich einfach mal bewusst hinstellen und sagen, brauche ich dieses Plastik, brauche ich dieses Plastik? Wenn nicht, entsorgen. Ich meine, man muss es dummerweise ja entsorgen. Aber dann ist es aus dem Haushalt weg. Und wenn man dann ganz bewusst sagt, so wie meine Nachbarin eben sagte, ich gehe jetzt mal und gucke, was ich plastikfrei einkaufen kann. Es gibt ja durchaus die Möglichkeit, ich kann Milch, also wenn es um Lebensmittel geht, ich kann Milch in Flaschen kaufen, ich kann Joghurt in Glasbehältern kaufen, ich kann auf den Markt gehen mit meinem Jutebeutel und meine Lebensmittel holen. Es ist durchaus viel machbar, man muss aber immer den Kopf dabei haben. Kerstin, ihr macht ja so Workshops und die sind recht erfolgreich, weil ich habe immer geguckt und die waren immer sofort ausgebucht. Also Respekt, das ist wirklich toll. Und habt ihr auch sowas, wie die Leute machen das zwar mit und sagen dann immer, ja, aber? Nee, eigentlich nicht. Also wir haben diejenigen, die zu uns kommen, die sind schon so ein bisschen dafür sensibilisiert, ja, und holen sich dann eigentlich Ideen ab und sind total begeistert. Haben aber jetzt keinen irgendwie Ja-Aber oder so. Also sie sind schon... Das heißt, die setzen das dann auch wirklich um? Ja, es geht ja, genau, es geht ja einfach darum, dass man irgendwie in kleinen Schritten mal anfängt und einfach mal jetzt eben mit dem Jutebeutel zum Bäcker geht und Brot holt oder mal seine Brotzeitbox mitnimmt oder beim Kaffee-to-go-Becher seinen eigenen Becher anwendet. Und es geht ja nicht davon, von heute auf morgen irgendwie auf alles zu verzichten, sondern einfach in kleinen Schritten anzufangen und dann sieht man von alleine, wo überall Plastik ist und was man machen und tun kann. Das kommt ganz von selber. Und nachdem ihr ja jetzt einen zweiten Laden eröffnet habt, heißt es, da wird es auch nicht so viel Ja-Aber geben, sondern Leute, die explizit zu euch kommen und sagen, toll, dass es euch gibt und wir kaufen jetzt nur noch hier ein oder hauptsächlich. Nee, also wir haben eigentlich, also als es vor jetzt knapp 4 Jahren, wenn man mit Businessplan anfängt, hat man ja immer so Zielgruppen, die man so definieren muss. Und man macht so den ersten Tag so die Tür auf und dann kommt eh alles anders. Also zum Glück haben wir wirklich ein weit gefächertes Publikum. Also es sind tatsächlich die, die das wirklich wahnsinnig normal in ihren Alltag integrieren, die mit ihrem Lastenrad kommen, ihren gesamten Haushalt auf Zero Waste umgestellt haben. Da gibt es wirklich mittlerweile etliche. Schellingstraße ist natürlich so Weg zum Englischen Garten. Ganz viele, die mal so vorbeibummeln, die wirklich sagen, ah, habe ich im Fernsehen gehört und so. Also wir haben nicht nur die, na klar, Leute da. Also wir haben wirklich alles. Wir haben Leute, die sagen, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Das ist ja wirklich so das andere Thema. Es ist jetzt wahnsinnig in der Politik. Es ist überall im Fernsehen. Wir kriegen das mit den Weltmeeren mit. Und jetzt, sagen wir mal, scheuchen die Medien einen auf und dann ist es aber so ein Berg, wo fange ich an? Und wie Kerstin gesagt hat, das ist dann wirklich, wir kommen dann hin und sagen, okay, fang doch eben mal an mit deinem Beutel, geh zum Bäcker und verzichte einfach mal beim Bäcker auf diese Verpackung, weil meistens Samstagmorgen, du nimmst deine Brötchen, gehst nach Hause, schmeißt es wieder weg. Also das ist ja, glaube ich, das Leichteste, was man tun kann im Endeffekt. Und wenn die Leute dann sehen, man merkt es nämlich, gerade die mal anfangen bei uns, dann kommen die wieder mit so einem Strahlen und sagen, das war super easy und meine Nachbarin, meine Freundin, ich habe es gleich weiter erzählt und dann haben die so einen Stolz und dann sind die so stolz auf ihre kleine Leistung und machen automatisch weiter und dann ist das zum Glück ein Schneeballeffekt und spornt ganz viele an. Das ist, vielen Dank. Ich glaube, bevor Sie jetzt alle die guten und positiven Beispiele nochmal angucken können und mitnehmen können, haben wir noch eine Frage. Wir sind ja eine Partei und wir wissen, Politik kann auch viel bewirken und jetzt ist ein bisschen die Frage, was sind denn eigentlich die Wünsche? Also absolut verbieten oder leichter machen, umzusteigen oder vielleicht möchten Sie mal anfangen? Also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass aus der Erfahrung der vergangenen Jahre, ich habe ja auch mit einigen Organisationen zusammengearbeitet, bin ich der Meinung, dass freiwillige Vereinbarungen mit der Industrie nicht helfen. Das funktioniert einfach nicht. Irgendwer schießt da immer quer und irgendwer macht es immer weiter.
Also was wir wirklich brauchen, ist, wir brauchen Mikroplastikverbot für alle möglichen Anwendungen, nicht nur in Kosmetika. Wir brauchen Plastiktütenverbot, wir brauchen Verbot von aufwendigen Verpackungen. Das ist alles völlig unnötig. Also da muss die Politik auf jeden Fall handeln. Und vielleicht muss die... Ich glaube, dass man natürlich auch ein bisschen, also ich weiß es, dass man auch bei der Stadt ein bisschen mehr machen könnte im Sinne von Beschaffung. Die müssten mal vielleicht einfach mal einladen in so einen Laden und denen auch mal zeigen, was es eigentlich alles gibt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele in der Stadtverwaltung das auch nicht unbedingt wissen. Also wir haben mal zum Beispiel Workshops angeregt, die haben sie dann auch gemacht zu Beschaffung von Büromaterialien, die fair und nachhaltig produziert wurden. Und es wurde dann doch recht gut angenommen. Also unsere Stadträte haben das beantragt und das gab es dann als Workshop und da gab es auch wirklich positive Rückmeldungen. Vielleicht müssten wir einfach sowas noch mehr beantragen, weil die Stadt hat auch eine Möglichkeit, sie nutzt sie halt nur nicht genug. Und das ist mein Appell, also jetzt bei den kommenden Wahlen wählen Sie eine Partei bitte, die dafür sorgt, dass das so nicht weitergeht, würde ich jetzt mal sagen. Zum Beispiel... Ich hätte noch eine konkrete Idee für euch. Also ich gehe regelmäßig joggen, ich habe auch einen Hund und bin immer an der Isar unterwegs. Und ich gehe einfach joggen mit Hund und Jutebeutel, weil die Jutebeutel dienen dazu, dass ich mich ab und zu bücken muss und Dinge aufheben muss, die irgendjemand dort liegen lässt, böswillig oder nicht. Doch jetzt so schick Blogging. Ja, damit kann ich wenig anfangen. Mir nützt immer so ein Werbewort nicht. Also was ich sagen wollte, was meine Beobachtung ist, ich agiere ja immer aus einem privaten Veränderungsbedürfnis. Wir brauchen unbedingt, und das könnt ihr wirklich durchbringen, wir brauchen mehr Mülleimer. Also ehe ich meine gesammelten Dinge, die ich dann dort finde, und gestern habe ich wirklich ungelogen 5 große, einmal von Heidhausen zum Wehr gelaufen, zum Bogenhausener Wehr und wieder zurück. Ich habe 5 große Jutebeutel gesammelt mit Plastik, natürlich auch Papier und so weiter, aber eigentlich nie nur beschichtetes Papier, sonst würde es weniger da liegen bleiben. Und musste lange joggen, um diese Tüte loszuwerden, also diesen Inhalt loszuwerden. Und dann bin ich ins Lehel, bin zu GLS habe dort im Lehel nach diesem Sonntag natürlich komplett überfüllte Mülleimer gesehen. Also, und dann legen die Menschen natürlich aus dem Bedürfnis, die Dinge wirklich zum Mülleimer zu tragen, daneben. Dann kommt der Wind. Wir hatten hier die Frage, wie kommen denn eigentlich diese Sachen alle immer ins Wasser? Das ist noch nicht mal böser Wille, aber es gibt so einfache Dinge wie, stellen wir doch größere Mülleimer auf mit einem Deckel drauf, dass die Vögel, die das nicht entnehmen können, damit ist schon mal ein erster kleiner Schritt gewahrt, dass die Isar plastikfreier wird und es nicht so viel im Meer landet. Also wir Münchner können hier anfangen. Also, ja. Vielen Dank. Genau, also ergänzend den Wunsch an die Politik wären jetzt, glaube ich, 2 Sachen, die noch so für mich offen bleiben, ist wirklich die Aufklärung, wir haben recht viele Schulklassen oder auch Kindergärten, alles bei uns im Laden und man merkt, es fehlt einfach manchmal an der Information. Du erzählst es den Leuten und die sagen, ah ja klar, also es braucht einfach viel mehr Aufklärungsarbeit, weil wenn die Leute mit den Informationen arbeiten können, dann ändern die auch was. Das ist so das eine, was man wirklich leicht machen kann, wirklich viel mehr Aufklärung, für viel mehr Aufklärung sorgen. Aber was halt auch noch in andere Bereiche fällt, ist auch wirklich das, dass endlich mal der dafür zahlen muss, der es verursacht. Also steht... Weil man muss, so bei uns im EU-Wahlprogramm. Genau, weil man muss wirklich sagen, wir haben es, also es hat sich schon auch in den über 3 Jahren, wo wir da sind, einiges an der Fragestruktur geändert, wenn man das so sagen kann. Aber wir haben echt noch so einige Leute, die sagen, warum ist es denn so teuer?
wir sind nicht teuer, wir sind Bio-Qualität. Und ich erzähle den Leuten immer, ihr wisst schon, die Paranuss, die läuft ja nicht in den Laden, sondern die Paranuss wird angebaut. Jemand muss ja dafür sorgen, dass sie angebaut werden. Es gibt ja einen Kreislauf. Die Paranuss muss ja irgendwie in unseren Laden gebracht werden, damit wir die essen können. Und es muss ja in dieser Kette jeder auch irgendwie einen ordentlichen Verdienst haben, dass der seine Familie durchbringt. Und ist klar, wenn Aldi damit wirbt, dass ich ein Kilo Hackfleisch irgendwie bekomme, dass die Leute ein ganz verschobenes Verhältnis haben. Aber wir sind nicht teuer, sondern in der Biobranche haben wir den Preis, dass halt jeder in dieser Kette auch endlich mal adäquat bezahlt wird und dass da eben auch kein Raubbau und alles passiert. Und wir haben da leider das Verhältnis verloren. Kerstin? Ja, ich würde auch, also klar, Aufklärungskampagnen oder Aufklärung ist ganz wichtig, aber es muss auch einfach mal was geschehen. Also wir haben ja jetzt kein Wissensproblem, sondern ein Handlungsproblem und Richtlinien sind einfach A und O und man kann auch, wenn man vielleicht nicht Verbote machen möchte, aber auf jeden Fall mit Steuern und Anreizsysteme schaffen und ja, es muss halt einfach mal was getan werden. Ich glaube, wir haben unsere Aufgaben verstanden alle, was wir zu tun haben und jetzt holen wir uns noch weitere Inspiration. Es gibt auch noch einen Büchertisch von der Dombuchhandlung und ich glaube, Sie stehen sicher auch noch ein bisschen für Fragen bereit. Vielen herzlichen Dank, dass Sie den Weg hierher gemacht haben zu unserer heutigen Veranstaltung. Eine Sache noch ganz kurz. Sie haben es sicherlich mitgekriegt aus den Medien. Das Volksbegehren Artenschutz ist durchgekommen und wir möchten uns hier bei allen Organisationen bedanken, die mitgemacht haben, die uns auch die Öffentlichkeit verschafft haben. Da fehlt es ein bisschen bei uns. Und vor allem bei euch allen, die in die Rathäuser geströmt seid. Wir haben echt die Welt verändert. Super, vielen Dank.